Men hentorna gör sina i figur. Tjaha, tada. Maha. Und mit der, wenn wir gegen den Windbossen kämpfen, ich glaube, die ist sogar etwas besser oder etwas mehr damage-stimmer als als unsere Doppelhandschwert-Tankerin. Sie ist etwas grösser, sie hat etwas weniger Leben. Halt. Sie tut sich etwas weniger heilen, aber sie ist dafür etwas schneller. Im Laufen wendiger und ich habe mehr Zuhauer gefühlt, also mehr Damage-Stil. Von dem her, wenn man jetzt Musik hört, macht es wirklich Sinn, keine Ahnung. Aber wir haben jetzt auch sehr viel. Sehr viel. Was haben wir denn? Von diesen Erfahrungspunkten, die sie verschwendet. Und hier Auflevel-Dings. Aber ja, muss man sich halt mal gönnen. On our journey? Appreciates any donation. Schon noch geil. Also jetzt gehen wir da wo Anemo. Oder wenn wir noch schnell zischt. Aber wir sind ja schon da.
Sie müssen ihn noch verfolgen. Distritte sind. Braucht drei. No need to stand on ceremony. I'll just take this. Doch vom Tor mal. Probieren wir nochmal. Dass man der noch nicht richtig verfolgt. Noch etwas Essen gegeben. Da steht er schon.
verwirbeln. Jetzt müssen wir so ein bisschen das hat für Angriff. Okay, altbekannt. Ich weiß nicht, was die Dinge in der Luft zettet. Not so hard. Oha. Jetzt müssen wir auch so weiter weg, wenn er das macht. Bogen ist halt immer geil. Zurzeit haben wir halt noch mehr im Feuer. Oh oh, was gibt es?
fruchtiger Spieß. No. Clap. Trap. I waited. Ja, was trifft es? So gefühlt bis jetzt ist das der leichteste Fall. Aber ich bin natürlich auch vom Level her höher. Aber das ist eigentlich. Das Level ist jetzt nur, wie schnell ich sozusagen den Boss Health kosten, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, ich würde sagen, vom Health ja klar. Vom Abzug wäre gleich schwierig wie die anderen. Oder wäre es gleich langsam wie die anderen. Aber ich finde jetzt von den Challenges her ist für mich einfacher und klarer irgendwie. Und auch eben zum Beispiel das Erdbeben wäre jetzt vergleichbar mit Erdbeben. Aber dort ist es von allen Pfosten ausgekommen. Da ist es jetzt nur von dem. Also ich muss nur ein bisschen von dem weglaufen. Und auf den schiessen.
Und ab und zu dem ausweichen. Also ich habe das Gefühl, es schreckt der leichteste. Aus meiner Sicht. Und er lässt mir auch Zeit, ihn dreimal zu hitten. Statt nur etwa einmal. Also das macht auch noch recht einen Unterschied. Finde ich vom Schwierigkeit her. Das sind eigentlich leicht zum Ausweichen gefühlt, zumindest gleich. Also. Ich kann aber mit niedrigem Level noch niedrigerem, dann würde ich weniger Damage machen. Aber ich könnte genau gleich eine Ewigkeit lang mit diesen Sachen ausweichen. Also klar, irgendwann ist jetzt echt mit dem Essen knapp. Aber das war das letzte Mal eine ganz andere Angelegenheit. Also, den wir x-fach wiederbeleben müssen. Klar, ich meine, wenn er jetzt einen schön am Wickel kriegen würde. Jetzt eben auch durchs Level. Kriegen wir vielleicht ein bisschen weniger Damage, aber grundsätzlich auch dem eben können wir easy ausweichen. Das würde mir jetzt vielleicht das halbe Leben und das vielleicht sogar drei Viertel oder so nehmen, wenn ich jetzt lower wäre. Aber grundsätzlich recht gut machbar gefühlt. Das wäre mit niedrigem Level. Theoretisch, vielleicht wenn wir Anemo-Kraft hätten, könnten wir die in der Luft da kaputt machen und dann könnte das mit dem Erdbeben nicht machen oder weniger machen. Aber vom Leben her hat der Geoboss schon früher theoretisch angefangen.
es hat einen dicken Kristall kaputt gegeben. Also scheinbar. Und es hat auch so ausgesehen, dass der Bogen nicht wirklich funktioniert. Das ist noch frustrierend. Also, wir würden das auch mit Anemo Kraft. Oh Mann. Das wäre scheiße. What's the hurry? Freeze!
Vielleicht könnte man sogar drinnen stehen und ihn hauen. Keine Ahnung. Müssen wir es probieren. This isn't stage fighting. Heißt das, dass wir brauchen, also ich kann mich bei der Elektrometastase nicht daran erinnern, dass Elektro geholfen hat bei irgendwas. Aber es scheint jetzt bei Dingen einen Boss gegeben zu haben, also bei Geo-Boss scheint positiv auf Geo regiert zu haben, sozusagen. Also von dem gut geschlagen worden sind, hat extra eine Einstellung gehabt. Um ihn sozusagen zu übertrumpfen mit Geo. Aber in dem Fall.
keep up with me. Fuck. Forget. Okay. Unbedingt, sondern von oben angreifen können. Um seine Verteidigung zu erbrechen, ist das so? I'll race you there. Keine Ahnung. Vielleicht dann nur mit Zufall. Mm-hmm.
keep up with me. Oh, have to sister. Sıklanıştık. Keep up with me. What the fuck?
Ist das überhaupt, ist das gar nicht der Boss? Also sind es gar nicht das Ding, das mich zerstören sollte, echt. Sondern was gesehen ist, wie der Boss halt einfach so outlined. Keine Ahnung, man. Schwierig zu sagen. Ich halt auch nicht muss zum. Wenigstens gesehen, was ich hauen muss. Also ich habe irgendwie einen Progress gesehen. Da sehe ich nicht einmal, was ich hauen muss. Ich versuche mal jetzt hier vom Mund auf zu leben. What's the hurt? Passiert am meisten auf ihr. Auf der Amber. Und danach auf der Victoria Pie. Auf der Chiara. Thank you.
can't keep up with me. Absorbieren, also hineinfliegen, das ist alles. Scheinbar. Oder es sieht immer so aus, als ob er nicht mehr alle hat und dementsprechend weniger Leben hergestellt hat. Ja, da bin ich von den vorherigen Bossen sozusagen, wie sagen wir dem, Prozedere geschädigt gesehen. Ich habe gedacht, ich muss da etwas zerstören, wie bei den anderen. Aber in dem Fall muss ich nur durchfliegen und sie sozusagen wie selber absorbieren, die. Und dann sozusagen sucht. Aber jetzt hoffe ich schon, dass der langsam schaffbar ist. Also die ersten paar Mal muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich habe sich nicht gecheckt. Ich habe nicht genügend schnell gelesen und so. Aber jetzt habe ich keine Kugeln mehr rumfliegen gesehen. Also, außer ich muss zuerst alle absorbieren. Und dann etwas kaputt machen.
hast du geschafft. Puh. das ist auch jetzt auf dir. Okay. Sieht man jetzt irgendwo, wie viele Dinge wir noch haben? I shall spare myself the hair and makeup routine today, and happily idle my time away. Wollen wir das mal probieren? Das heißt, von dem hätten wir auch kriegen können. Für den Figurenaufstieg. Okay. Porten wir ins Modell. Okay. Also bei dem Boss haben wir auch keine Anemo gebraucht. Das mit dem Geo war in dem Fall auch eine Ausnahme. Wahrscheinlich. Okay. Dann müssen wir mal Truppen überdenken. Jetzt haben wir hier Wind. Ist vielleicht sogar noch gut. Oder Elektro. Elektro ist fast besser halt. Gegen Wasser. Oder mit Wasserreaktion. Sie könnte man noch mal eine Stufe. Okay, aber die Folge kann man eigentlich so jetzt beenden, vorerst.